Herzlich willkommen zum VfR TV. Heute am 27. Spieltag stand das Spitzenspiel 2 gegen 3 auf dem Plan. Das hieß, der VfR Garching war zu Gast beim VfB Eichstätt. Würmer hat Autobus Oberbayern, die Spieler und die Fans sicher ans Ziel gebracht. Die Spieler des VfB Eichstätt wärmten sich auf. Nachdem wir leider das Hinspiel 1:0 verloren haben, zeigt unser Co-Trainer Günther Edel nochmal die Richtung an. Es sollte nach vorne gehen. Wir wollten heute 3 Punkte mitnehmen. Unsere Spieler waren konzentriert beim Aufwärmen und waren heiß. Die Zuschauer begrüßten beide Mannschaften. Und Florian De Brato eröffnete das Spiel mit einem langen Freistoß direkt auf Dennis Niebauer. Der kam zum Abschluss, doch leider vorbei. De Brato diesmal beim Freistoß direkt Variante, doch der Keeper hielt. Nach einem Einwurf kam der VfB Eichstätt zu seiner ersten Torchance. Eckstoß für den VfB Eichstätt. Verlängerung vom kurzen Pfosten und es stand 1:0 für den VfB Eichstätt. Unser Trainer Daniel Weber wusste gar nicht, wie ihm geschah und hat gleich mit seinen Jungs gesprochen. Nach schönen Einsatz von Haug hatte Arzberger das Auge für Brunic, doch leider war der Keeper im Weg. Langgetretener Freistoß vom VfB Eichstätt, doch der Kopfball war kein Problem für Sebastian Seibold. Mal wieder Freistoß durch De Brato und Dennis Niebauer kam mit dem Kopf ran, doch leider war ein Abwehrspieler dazwischen. Mit einem kleinen Solo von dem VfB Eichstätt-Spieler kam die nächste Chance zustande. Mit einem Pass auf Außen kam der VfB Eichstätt zu seiner nächsten Chance. Aufsetzer und Sebastian Seibert hatte keine Chance, somit stand es 2:0. In unserem Coach sah man an, dass er nicht zufrieden war. Georg Beil mit schönem Pass auf Brunic und Endstation Keeper. Nach Ecke kam Daniel Steinacher zum Kopfball, doch leider war ein Abwehrspieler dazwischen. Der VfB Eichstätt kam über Außen, doch der Ball sprang kurz vorher nochmal auf, der Platz. Halbzeit, 2:0 für VfB Eichstätt. Trotzdem muss ich sagen, hatten unsere Jungs viele Torchancen sich herausgespielt. Schauen wir doch mal in die zweite Halbzeit. Dennis Niebauer mit Pass in die Tiefe auf Brunic und wieder der Keeper des VfB. Langer Einwurf, doch die Abwehrspieler vom VfB konnten klären. Erst De Brato und dann nochmal Daniel Steinacher. Nach langem Einwurf kam Georg Ball zum Abschluss. Mit feinem Pass vom Daniel Steinacher kam Brunic zur nächsten Chance. Leider vorbei. Mit einer scharfen Flanke kam Brunic zu seiner nächsten Chance. Doch leider abseits. Nach schönen Pass von Georg Ball lief Brunic in Stellung und ließ seine Abwehrspieler stehen. Doch leider wie zuvor auch hier wieder der Keeper. Nach langem kam der VfB mal wieder zu einer Aktion, doch Seibold hielt. Der Stürmer nahm dankend das lange Bein vom Kleindienst an und dem Schiri blieb nichts übrig, 11 Meter. Der Schütze lief an, doch Seibold hielt. Mein Fazit vom Spiel nach 90 Minuten ist, trotz des 2:0 haben wir uns viele Torchancen herausgespielt, doch leider vergessen, ein Tor zu machen. Hören wir mal rein, was der Trainer Daniel sagt. Ja, leider haben wir in der ersten Halbzeit vermissen lassen, dass wir das Tor unbedingt machen wollen. Wir hatten die ersten 10 Minuten 3 Riesenchancen. Müssen da das Tor machen, dann geben wir hier in Führung, dann wird das Spiel einfacher. Dann haben wir leider hinten 2 kapitale Fehler gemacht und sind so mit 2:0 Rückstand gegangen. Zweite Halbzeit haben wir eine gute Reaktion der Mannschaft gesehen zu der Aggressivität, die uns dann wirklich die letzten 30 Minuten in der ersten Halbzeit gefehlt hat.
Aber auch da muss ich sagen, wir haben so viele Torchancen heute vergeben, dass wir es ja, dadurch leider verdient verlieren. Aber trotzdem muss ich sagen, ja, war es kein schönes Spiel zum Anschauen, weil sehr viele Fouls gespielt wurden und auf einem ganz miesen Platz. Und da war Technik-Fußballspielen wirklich nicht möglich. Vielen Dank, dass Sie den VfR TV wieder eingeschaltet haben. Ich hoffe, Ihnen hat das Spiel 2 gegen 3 gefallen. Und ich würde mich sehr freuen, wenn Sie auch nächste Woche wieder einschalten, wenn der VfR zu Hause im Seestadion spielt. Vielen Dank und auf Wiedersehen.